Heyo, Teil 4 vom Arcade-Projekt. Anfangen möchte ich den jetzt eigentlich, was heißt möchte ich? Ich mache es einfach mit ein bisschen Gelaber. Ein paar Gedankengänge. Ja, der Alte steht hier hinten, säuft und raucht. Ist halt so. Ja, ich habe mir jetzt mal ein paar Gedanken dazu gemacht. Warum mache ich überhaupt Bastelvideos? Ganz einfach. Mir macht Spaß. Ich möchte es. Und ich baue mir einfach Sachen, wo mir gefallen, wo ich brauche, wo ich haben möchte. Und was mir daran noch viel mehr Spaß macht, ist das, mit euch zu teilen. Ja, und deswegen mache ich die Videos. Steht schon seit gestern. Fast Lack. Heute nach der Arbeit ging gar nichts mehr. Da Couch, bam, gelegen, geschlafen. Dann habe ich noch das letzte Arcade-Video hochgeladen und noch freigeschalten. Und das Soßenvideo noch komplett bearbeitet. Das klicke ich nachher an, wenn ich vorkomme zum Hochladen. Ja, wie gesagt, mir macht es Spaß, mit euch das zu teilen. Die Bastelvideos. Ich möchte natürlich möglichst viel damit erreichen. Leute erreichen. Deswegen teile ich die mit auf dem Grill-Junkie-Kanal. Und irgendwie hat ja doch alles dann auch wieder mit dem Grillen zu tun. Besonders, wenn ich da Gäste habe und mit denen zusammen zocken kann. Ja. Und genau deswegen mache ich das. Die Videos sind eindeutig als Bastelvideos gekennzeichnet. Wem es absolut nicht gefällt, der soll es einfach überspringen. Meine Fresse. Habe ich ja schon oft genug gesagt. Und einen extra Kanal dazu erstellen. Nee, Leute, das will ich einfach nicht. Ich habe schon den extra Autokanal, wo ich die Videos auf der Festplatte habe, wo ich nicht dazu komme zum Hochladen. Oh, Katastrophe. Also je mehr Kanäle, desto verwirrter wird man. Und deswegen one and all in one oder so ähnlich. Ja, und was ist als nächstes jetzt geplant? Ich werde mir noch Winkel zurechtschnibbeln, damit ich unten dann noch Querleisten hinmachen kann. Die werden dann mit Winkel verbunden. Die schneide ich aus dem gebogenen V2A-Stahl raus, wo ich noch übrig hatte. Und ja, ansonsten geht es mit den Leisten weiter. Da werde ich mir teilweise sogar für oben dann aus dem Brettel hier Leisten rausschneiden, weil ich die einfach nicht so dick haben will. Hätte ich eine schmale Leiste gekauft, hätte die mich 6-7 Euro gekostet und so ein Brettel hat plus 3 Euro gekostet. Und naja, kann man ja weiterverwenden. Und da war ich dann doch wieder etwas geizig. Ja, und ja, erst einmal die ganzen Leisten anbringen. Und das dauert halt. Das dauert halt echt. Und deswegen wird jetzt sich das Video über mehrere Tage hinziehen, obwohl morgen ist Vatertag, da habe ich viel Zeit. Vielleicht bringe ich ja das Video von der Masse her zusammen, dass ich wieder eins komplett zusammenschneiden kann. Allein das Gelaber werden schon wieder 5 Minuten sein. Meine Fresse. Naja, okay Leute. Für diese Nacht, für heute, wir haben ja schon Vatertag, Prost allen Vätern, nachträglich, Video kommt ja später. Vielleicht vermutlich. Und ja.
guck mal, wie es weitergeht. Ich gehe jetzt vor, Video hochladen. Weiter geht's, ein bisschen zumindest der Zerwei. Nachher wird noch gegrillt oder getopft. Und ja, ich habe hier jetzt schon mal da unten die Rundung ausgesägt, dann die Platten zugesägt, das ist die Abschussleiste für unten. Und jetzt zeichne ich mir hier für das nächste Fach ein, genau 300, also 30 cm. Ich habe ein Brett da, wo genau das Maß hat, lege ich an, ziehe die Linie, fertig. Ja, und so geht es jetzt Stück für Stück von unten nach oben weiter. Na, vielleicht auch mal zwischendrin. Attacke. Für den zweiten Boden nehme ich die Hölzer als Auflage. Ja, genau abgelenkt. Vier Löcher gebohrt, von unten angesenkt. Mit den Schrauben verschraube ich das jetzt, aber vorbereitet. Ja, ich habe hier das Brett als Anschlag genommen, die Latte genau hin und auch mit Schraubzwingen verzwingt, genau auf Markierung. Was ganz gut ist, weil beim Verschrauben verrutscht es verdammt leicht. Sogar beim Verzwingen ist man vorher schon verrutscht. Aber jetzt kann ich sie verschrauben. Das mache ich dann mit der auch. Ja, und dann gehe ich erstmal vor, dann wird gegrillt. Ich sagte ja nicht, dass die Grillvideos zu kurz kommen. Nee, Schmand, getopft wird heute. Ich sollte lieber bei den Bastelaktionen mehr Kaffee trinken oder was, zu viel Kaffee. Ich habe mir auf meinem Zettel hier eine kleine Änderung aufgeschrieben gehabt und jetzt habe ich gerade festgestellt und frage mich, warum habe ich das Kontrollpanel, also wo die Joysticks reinkommen, kürzer gemacht als angegeben. Jetzt fehlt mir natürlich was. Hey, egal, muss ich morgen noch ein neues Brettchen holen. Darauf kommt es jetzt auch nochmal drauf an. Tja, und ansonsten draußen Topfgericht auf der Kohlen. Also kann ich mir hier weiter Gedanken machen. Ja, was soll ich sagen? Hier hinten werde ich wahrscheinlich auch noch so eine Leiste so nach oben, also zum anderen Querstück rüber machen. Einfach, dass das die Unterkonstruktion so richtig stabil wird, dass da nichts hin und her noddelt. Auch wenn jetzt die Böden dann reinkommen und es verschraubt ist. Aber sicher ist sicher. Ja, und weiter im Text. Ich mache einfach mal weiter. Mal sehen, was dabei rauskommt. Ich hoffe, was Gescheites. Boah, Leute, ich sag's euch. Laut Plan kommt der hier vorne dann ein Brett hin. Ja gut, das liegt jetzt gerade da hinten. Das kommt aber dann hier so hin. Und ja, hier nach unten wäre dann offen. Also der gesamte Bereich hier wäre offen. Gefällt mir nicht. Ich habe ja noch ein extra Brett. Und wenn ich das dann hier hin mache, wäre dann hier vorne an der Ecke, ja, Brett auf Brett, wäre dann so eine komische Kante drin. Jetzt habe ich beschlossen, dass ich das Brett und das Brett eben schräg abschneide, dass das eine saubere Kante entlang gibt. Ja, jetzt hoffe ich ja mal, dass ich das mit meiner Säge hinkriege, dass das hinterher passt. Ja, und danach geht es dann weiter, dass ich hier halt die Klötzchen anfertige. Oh, ja, da oben dann hin, wo dann das Playfield draufkommt. Naja, und so weiter und so fort. Alter Verwalter, ich und meine Ideen. Ja, so ganz passt es noch nicht hier mit dem Winkel. Ein bisschen Luftspalt vorne, aber ich schleife das hier dann noch mit der Hand so weit runter, dass das dann passt. Und nächste, was ich jetzt mache, sind hier eben die Anlageklötze, also wo die Bretter dann aufliegen. Und weiter geht's. Und wieder ein neuer Tag. Ich habe jetzt, oder Abend, ich habe jetzt hier von dem Brett hier nochmal komplett abgeschrägt, ein bisschen mehr. Und ja, sieht ganz gut aus. Ich hoffe, dass es dann bloß mit dem gegenüberliegenden Stück auch passt. In den Holzklötzle schon rein.
ja, weiter geht's. So langsam geht's weiter, aber richtig weiter. Ja, Leute, jetzt gehe ich dann hier oben hin, mache da meine Leisten rein, die muss ich noch zurechtschneiden. Und wenn die drin sind, dann kann ich eigentlich die beiden Teile zusammensetzen. Dann müsste die Stabilität gegeben sein. So, mit der Mini-Kreissäge habe ich mir hier jetzt Leisten runtergeschnitten. Für hier oben eben. Die kommen dann hier und hier rein. Warum, werdet ihr dann sehen, wenn ja einmal die Plexiglasplatte drauf ist. Und gut. Ach Mann. Was soll ich auch anderes sagen als ich mach mal weiter. So Leute, heute, ja, jetzt Samstag, Viertel vor zwei. Es ist jetzt die letzte Szene für dieses Video. Im nächsten Video geht es dann endlich weiter mit den Lautsprechern. Ich habe festgestellt, hier gibt es rechts und links. Ich habe den Lautsprecher geknackt und habe beschlossen, dass ich dieses komplette Teil hier einsetze. Oder soll ich es da absägen? Ich könnte es natürlich auch hier absägen und dann so einlassen. Oder ich setze es so ein. Wobei es mir ja so eigentlich recht gut gefällt. Ah ja, das überlege ich mir noch. Nee, absägen nicht, da habe ich wieder eine böse Sägekante drin. Und das gefällt mir dann wieder nicht. Ja, ich werde mir hier die Umrisse aussägen genau. Aus dem Holz. Und es dann schön draufsetzen, dass das ja so dann drauf sitzt. Aber das ist dann Geschichte fürs nächste Video. Und sobald dann diese Lautsprecher hier drin sind, die Dinger dann hier dran positioniert sind, nee, so rum, die genaue Lage festgelegt ist, dann geht es eigentlich schon dran, beides Seitenteile zu verheiraten, sprich der Korpus, der Körper, das Kabinett wird dann zusammengebaut und das gibt es dann im nächsten Video. Also Leute, wir sehen uns. Tschaikowski.